ich freue mich, dass wir die dritte Kunstausstellung im Naturkundemuseum jetzt hier zeigen können. Ich finde das immer total spannend, weil als Naturwissenschaftler geht man eher immer so nach den Fakten und beschreibt so wissenschaftliche Grundlagen, und die Kunst nimmt das nochmal ganz anders auf und nimmt den Menschen mehr emotional mit. Etwas, was vielleicht dem Wissenschaftler manchmal schwieriger fällt, also mir zumindest so, und deshalb freue ich mich immer gerade irgendwie andere Impulse zu bekommen und was anderes zu sehen und stehe dann davor und freue mich einfach, und ich glaube, das sieht man auch, also ich bin total begeistert von dieser Ausstellung. Und es ist einfach klasse, auf solche Ideen würde ich nicht kommen, und genieße das einfach. Ja, hinter mir sehen wir eine Arbeit von Elisabeth Lasche mit dem Titel Remember, eine Bilderserie aus mehreren Acrylmalereien im Format 40-40, die ja im Jahre 2018 von Elisabeth Lasche begonnen worden ist und als ein Langzeitprojekt bis zum nächsten Jahr gedacht ist. Und dann quasi abschließt mit 100 Werken insgesamt. Was wir auf diesen Bildern vor allen Dingen sehen können, sind detailgetreue, lebendige Tierdarstellungen von Vögeln, aber auch von Insekten und Objekten der menschlichen Kultur, des kulturellen, gesellschaftlichen Lebens. Und sie werden vor allen Dingen, was ganz stark auffällt, präsentiert auf abstrakten, geradezu minimalistischen Untergründen und bilden somit einen Kontrast zu den figurativen Darstellungen. Und wenn man sich nun jetzt weiter in die Materie hineindenkt, was die Künstlerin hier vielleicht uns überhaupt sagen möchte, der Titel Remember weist ja schon auf eine Überlegung hin, wenn man so möchte, ein Erinnern an Tiere, die vielleicht vom Aussterben bedroht sind oder ganz sicher von dem Aussterben bedroht sind und in naher Zukunft definitiv verschwinden werden könnten oder verschwinden werden. Und die abstrakten Untergründe könnten hier möglicherweise auf einen neuen Lebensraum hindeuten, der tatsächlich in den letzten Jahren sich als wahrhaftig herausgestellt hat. Viele Tiere aus der Wildnis kommen beispielsweise immer mehr in die Stadt, um dort quasi ihren neuen Lebensraum zu finden, weil wir in der ihr angestammten Natur den Lebensraum weggenommen haben. Hier haben wir eine weitere Arbeit von Elisabeth Lasche, die nun ganz anders arbeitet, ganz anders funktioniert als die Malereien, die wir zuvor gesehen haben. Hier ist es so, in den Fahnenprojekten von Elisabeth Lasche sehen wir abstrakte Untergründe, auf denen Text niedergeschrieben ist. Und wenn man diesen Text oder diese Texte durchliest, entwickelt sich im Kopf, in der eigenen Fantasie, durch das Lesen eine Art von Landschaft, die durch Naturpoesie, wenn man so möchte, erst geradezu entsteht. Dabei werden hier vor allen Dingen Gedichte der Bielefelder Autorin Antje Dossmann und dem Buchautor und Biologen Uwe Westphal sowie der Künstlerin selbst zitiert. Und hier ist vor allem auch das Spannende, da es ja eigentlich so gesehen nichts Bildhaftes ist und die Bilder ja im Kopf des Lesenden entstehen, sind diese Bilder auch hochgradig gefährdet. Das heißt, mit der Erinnerung, sobald man ausgelesen hat, entsteht etwas ganz Neues, nämlich ein Bild, das in sich verändert, durch die Interpretation des Gelesenen, und vor allen Dingen mit der Erinnerung verschwindet auch das tatsächliche Bild, was hier niedergeschrieben ist, nach und nach. Und somit haben wir eigentlich hier etwas sehr Fragiles, genauso wie die Natur, die wir zum Beispiel mit unserem Tun bedrohen. Hier haben wir eine Arbeit von Mona Schäfer, die hier überdimensionale Flugsamen hergestellt hat, aus unterschiedlichen Papieren, die einerseits auf den, auf den Werden- und Vergehen-Zyklus in der Natur anspielen, also sprich die Jahreszeiten, die mit dem Frühjahr beginnen, mit dem Sommer weitergehen und natürlich im Herbst mit dem Fallen des Laubes und vor allen Dingen solcher Flugsamen weitergeht und dann auch im Winter letztendlich endet. Und somit quasi diesen ganz natürlichen Zirkel präsentiert und diesen allerdings noch weitergehend vermischt. Und zwar wird diese Idee oder diese Tatsache gekoppelt mit dem Sterben der Printmedien.
Deswegen, wenn man hier sich das anschaut, sind auf dem Boden Zeitungen und auch die Samenkapseln sind mit Zeitungen gemacht, bekannte Zeitungen wie die Welt und die Frankfurter Allgemeine. Und durch die Digitalisierung ist es nun mal so, dass die Printmedien stark gefährdet sind und somit natürlich auch sich die Frage stellt, inwiefern eigentlich die Information in Zukunft weiterhin gewährleistet werden kann. Ja, zum Thema Deadline. Wir haben Tiere, aussterbende Tiere, Insekten und Vögel, aber auch Pflanzen werden und vergehen. Und was ist mit den Menschen? Und da fiel mir das Thema Zeitungssterben ein. Und dann habe ich überlegt, ja, Zeitung ist ja eigentlich nichts anderes als Holz, kommt von Bäumen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dann ja, Samen zu nehmen oder Blätter, um halt ganz subtil auch dieses Zeitungssterben aufmerksam zu machen. Hier haben wir nochmal eine Arbeit der Künstlerin Mona Schäfer mit dem Titel Memorial Portrait of a Potato. Was wir hier sehen, sind mumifizierte, ausgekeimte Kartoffeln, die auf extra angefertigten Podesten aus Anrichter Grünstein hier in dieser Vitrine präsentiert werden. Was hier ganz interessant ist, ist die ästhetische Qualität dieser mumifizierten Kartoffeln, die sehr filigran daherkommen und viel zu vielen Fantasien einladen. Also man kann hier viele Figuren drin sehen, wenn man so möchte. Aber im Endeffekt wird auch hier der Zyklus von Werden und Vergehen aufgegriffen und geradezu in existenzielle Fragestellungen hineingetrieben. In der Hinsicht, dass nämlich diese Arbeit tatsächlich das Grundlegende am Erinnern eigentlich oder an der Erinnerungskultur sogar hinterfragt. Nämlich, was ist denn zum Beispiel bei uns mit uns, wenn wir Dinge haben, die wir loslassen müssen, aber die wir nicht loslassen können noch wollen? Was passiert mit den Dingen, die wir erinnern, die wir erhalten wollen? Was wird aus ihnen und inwieweit entsprechen sie eigentlich der ursprünglichen Realität, die sie hatten, als sie noch in im Ursprungszustand gewesen sind? Und was bedeutet das für uns? Das sind tiefgreifende Fragen, komplexe Fragen, sehr existenzielle, aber eigentlich für uns Menschen keine fremden Fragen. Und dieses liegt tatsächlich in diesen mumifizierten Kartoffeln als Basis tatsächlich auch. Ja, Mona Schäfer ist vor allen Dingen auch eine Künstlerin, die sehr medienübergreifend arbeitet. Das heißt, sie verwendet Skulptur, sie verwendet aber auch Video, Fotografie, als auch Druckgrafiktechniken für ihre Kunstwerke. Und eine weitere Arbeit, die wir uns hier ansehen können, ist die Arbeit, die Videoarbeit Skumalga. Skumalga, der Titel, das ist Dänisch und bedeutet Schaumalge. Und dieses Video dokumentiert in gewisser Weise ein im Frühjahr auftretendes Phänomen. Es ist nämlich so, dass diese Schaumalge im Frühjahr anfängt aufzublühen und abzusterben und durch die Wellenbewegung das Salzwasser im Meer aufgeschäumt wird und dieser Schaum wird an den Strand gespült. In dieser Hinsicht dient dieses organische Material vielen Kleinst- und Mikroorganismen als Nahrungsgrundlage. Nun ist es allerdings so, durch die Klimaerwärmung, durch die Erwärmung der Meere und durch die Eutrophierung dieser wieder durch unser eigenes Dazutun, dass diese Algen natürlich stärker im Frühjahr blühen und somit eine höhere Biomasse vorhanden ist, die dann entsprechend auch abstirbt und als Schaum an den Strand gespült wird. Tatsächlich kann man sagen, dass diese Übermasse an organischem Material den Strand förmlich überschwemmt. Somit haben wir ganze Schaumteppiche, die den Strand bedecken und für uns als Menschen, als Besucher, als Urlauber am Strand oftmals wie Schmutz daherkommen. Aber in Wirklichkeit nur das Biomaterial dieser Algen sind, was allerdings letztendlich auf die verheerenden Folgen, die wir durch unser Dazutun mit Eutrophierung, mit Überdüngung der Gewässer und der Erwärmung durch den Klimawandel ermöglicht. Ja, unsere Ausstellung Deadline, nah am Verschwinden, bezieht sich natürlich in erster Linie auf den Klimawandel und auf das Verschwinden der Insekten und auch das Kaputtgehen der Natur. Und uns ist das, lag das sehr am Herzen vor ein paar Jahren schon, als wir angefangen haben, die Ausstellung zu planen und als Friday for Future ganz aktuell auf der Straße waren, dass wir auch ein politisches Statement abgeben wollten. Jetzt
durch die Corona-Geschichte wird einfach nochmal deutlich, dass wir Menschen eben dabei sind, unsere Spezies und unsere Umwelt gleichermaßen durch unseren Lebenswandel zu zerstören. Und umso wichtiger ist es, nochmal darauf hinzuweisen, was es alles zu erhalten gibt. Und da sind dann unsere Aspekte, die wir hier in der Ausstellung zeigen, unglaublich wichtig für uns und als